Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017. Ja, wir sind auf der Kornwelt. Wir sind bei der Folge 425 angekommen und es ist die letzte. Wir sind im Finale von der Kornwelt. Das nächste, was ihr von mir erleben werdet, ist der LS19 am Start, so wie es aussieht. Ich habe die Sache ein bisschen vorab aufgenommen. Ich hoffe, dass es keine Verschiebung gegeben hat oder sowas in letzter Sekunde, dass es ein paar Tage später rauskommt. Dann hätte ich nämlich ein paar Tage, nur ein paar Überbrückungsfolgen, die ich dann noch kurzfristig machen würde. Da ich mir ein, zwei Tage Urlaub gegönnt habe, nämlich exakt vor dem Start vom LS19. Und die Folgen hier ein bisschen im Voraus aufgenommen habe. Ja, ich hoffe, dass wir dementsprechend die Folge hier schön zu Ende bringen können. Das Finale, das letzte Mal am Start sozusagen. Und wir wollen jetzt auch erstmal gucken, wo die ganzen komischen Kasper sind, die hier nicht weiterfahren wollen. Die werden von den eigenen LKWs aufgehalten. Das ist natürlich weniger praktisch. Aber das werden wir erstmal hier erledigen und zur Seite fahren. So. Nein, danke. Doch, warte mal. Lass dich doch mal freundlicherweise da entleeren, wenn du schon dabei bist. Das ist auch gar nicht schlecht gewesen. Wir gucken mal, was der zweite hier hat. Genau das gleiche Problem. Und der ist auch bis auf ein paar Liter voll. Das ist auch Töfte. Dann werden wir auch hier mal eine Runde reinhüpfen. So, war ein bisschen rückwärts fahren. Der kriegt nämlich die Lieferung hier auf jeden Fall noch mit. Lass mich jetzt schneller vorwärts fahren, wie du vorwärts fährst. Ja, klappt. Und dann lass mich dich in Ruhe abtanken. Ja, das hat auch wunderbar geklappt. Damit haben wir schon zwei Stück wieder im Abtanken. Und wir haben noch einen freundlichen Kollegen, den wir überhaupt noch leer machen müssen. Da steht er. Da werden wir jetzt den ganzen Spirenzien-Spaß hier mal ausmachen. So. Falsch. Erstmal den Kram hier weg. Motor an und dann werden wir ein bisschen rückwärts fahren und einmal abkippen. So sieht das aus. Da sind wir schon am Abkippen. Dann können wir mal auf die Karte gucken, wo der Kollege dann überhaupt hin muss. Ich weiß das nämlich schon nicht mehr. Aber es sieht aus wie das sieht aus wie LKWs. Ne, das sieht aus wie ein Drescher. In die unterste Bahn müssen wir, so wie es aussieht. Okay. Dann fahren wir ihn in die unterste Bahn. Wir kriegen das irgendwie alles hin. So. Drehen jetzt hier nochmal. So. Unterste Bahn ist nämlich auch nicht ganz so wild. Das ist mit dieser, dem vorprogrammierten Kurs zwar auch machbar, aber am schwierigsten, weil der natürlich dann beim Bahnübergang nach oben hin abbiegt. Und wir natürlich vor dem Bahnübergang gleich nach unten fahren müssten. Deswegen ist das so semi-praktisch wieder, dann, wie wir dann fahren würden. Und da ich ja hier innerhalb von wenigen Sekunden sozusagen schon da bin, fahre ich den nämlich gleich erst gerade komplett per Hand. Und dann haben wir den Spaß da schon. Und dann wollen wir mal gucken. So. Hier den Berg hoch. Und dann gehen wir die Drescher nämlich auch noch mal schön eine Runde durch und gucken, wo wir gelandet sind. Ein, zwei Stück haben wir ja schon wieder vernünftig leer gemacht und zwei Stück sind noch leer zu machen. Aber bis wir soweit sind, der andere ist schon wieder bei 70%. Ich fange schon wieder an rumzuzetern hier. Ey. Einmal auf die letzte Spur bitte. Der Drescher hier zum Beispiel ist nämlich noch nicht voll. Der fährt hier nämlich noch gemütlich. So, das ist der Kollege für die letzte Spur hier. So. Gut. Dann werden wir jetzt mal offiziell durchgehen, indem wir einfach oben anfangen. Ich gehe mal auf den Kandidaten hier, Curseblade, er steht. Sehr gut, das heißt also, ich muss mir jetzt hier einen LKW suchen. Der sieht aus wie dicht dabei und der hat auch noch Platz. Gut, dann machen wir das doch mal, würde ich sagen. Ba, 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 ba. So. Einer ist dabei, der hat 99% drin. Ne? Den können wir im Prinzip auch schon wieder nach Hause fahren lassen, wenn wir ehrlich sind. Gucken, ob der am dichtesten bei ist, sonst müssen wir natürlich nur gleich seinen Kollegen nehmen zum Abtanken.
und ihn dann auf den Weg bringen. Ja, da steht natürlich schon wieder einer im Weg. Nicht so praktisch. So, aber wir fahren jetzt erstmal hier drunter. So. Und machen den hier leer. So, dann hüpfen wir zu dem Kollegen hier, der auch bald voll ist. Das ist auch schön. Aber das ist, glaube ich, eine neue Taktik. Ich lasse den da stehen und dann machen wir ihn automatisch da leer. Dann verpassen wir ihn nie, ne? Wie war das? So. Freundlicher Kollege. Bleiben Sie bitte stehen. So läuft's. Gut, das war jetzt die unterste Spur. Okay, wir gucken, wie weit ist der Kollege in der zweiten Spur. Der ist voll. Das ist gut. Den machen wir nämlich jetzt als nächstes dann. Mal gucken, wo hier die LKWs stehen. Da steht ein LKW. Und der ist frisch und leer. Dann fahren wir den doch mal dahin. Das sieht doch gut aus. Ja, da ist die Seemaschine, die haben wir auf Pause gesetzt. Wir haben alle anderen weiteren Aktionen jetzt erstmal gerade auf Pause gesetzt. Das ist die letzte Folge, da brauchen wir jetzt keinen Ultra-Stress machen, sondern da werden wir erstmal schön noch gemütlich gucken, was wir hier noch abtanken können. Und dann mal gucken, wie viel Gerste wir so ungefähr gemacht haben am Schluss schon. Dann können wir uns die Karte nochmal angucken, wie viel wir hingekriegt haben von Feld 18. So simpel ist es ja. Ne? Da vorne ist der Kollege zum Leermachen. Das ist gut. Leer ist die Bremse gut, bloß wenn die Jungs voll sind. Dann ist die Bremse fragwürdig im besten Fall. Also dann hat er echt einen schönen Bremsweg. Da merkt man schon, dass er die paar Liter mehr gar nicht unbedingt haben wollte. So, der hier ist theoretisch gesehen noch gar nicht so weit. Wir gucken mal, wo unsere Jungs hier dazu stehen, passenderweise. Einsteigen. Ich würde sagen, ich fahre mit ihm einfach mal entgegen. Und bis dahin ist er wahrscheinlich voll. Bitter wie es ist, aber so wird es wahrscheinlich sein. Wir heizen da mal hin. Aber es ist egal, auch selbst wenn er voll ist, die Ladung passt ja noch rein. Deswegen brauchen wir uns da auch keinen Stress drum zu machen. Das geht schon noch. Den untersten haben wir leer gemacht, dann kommt die Reihe 4 und Raps ist auch schon wieder voll. Also hiernach haben wir auf jeden Fall noch zwei Drescher, die wir leer machen müssen. Und dann können wir wahrscheinlich schon wieder von oben anfangen, weil die dann die ersten schon wieder voll sind. So schnell geht's ja, wir haben ja ein paar Wege hier gehabt. Daran liegt's dann, ne? So, ja, Vorfreude groß. Wenn alles klappt, dann läuft diese Folge. Wie gesagt, ich nehme es ein paar Tage vorher schon auf. Läuft diese Folge am 20. und im Laufe des Tages oder Abends solltet ihr schon die ersten LS19 Folgen sehen. So hatte ich es mir eigentlich gedacht. Ich hoffe, dass es so auch klappt. Ja, er ist auch zwischenzeitlich voll. Das passt also auch. Passend geparkt, sehr gut. So, das heißt, wir müssen gucken, was mit ihm hier ist. Er ist fast voll, das ist auch okay. Das heißt, er ist dann gleich voll, da fehlt nur noch ein paar Liter. Und das ist ein LKW, der hier auch passend steht, glaube ich. Ne, der steht hier nicht passend, weil der ist nämlich voll, der gute LKW hier. Das heißt, den werde ich jetzt eine Runde zur Strecke bringen. Im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich zur Strecke nach dem Hof zu fahren. So, dahin, so, nächst passenden. Dann bringen wir den nämlich noch schon auf dem Weg nach Hause und dann müssen wir in der vorletzten Reihe den anderen LKW noch eben ranbringen. Das klappt aber alles. Hier fehlen echt nur ein paar Liter drin. Ne? Ziemlich extrem. Wow, wir driften ganz schön hier, ey. Wieso muss ich gleich ein bisschen vorsichtiger hier ranfahren? Ne? Wie gesagt, voll sind die Jungs weniger gut handelbar. Was aber auch hier ein vernünftiges. So. Nächsten hat er angenommen. Deaktivieren hat er auch angenommen. So, gut. Dann müssen wir jetzt nochmal in Spur 4 gucken. Wo ist denn der andere? Ne, falsch. Da ist der andere. Der ist auch bald voll. Super. Das heißt, der kriegt den wahrscheinlich auch nicht leer.
dass der dann tatsächlich stehen bleibt. Das wäre nicht schön. Dann müssen wir den anderen noch im Ratzfatz leer machen und wieder zurückkommen. So sieht es ja aus. Aber derzeit muss der erstmal weggefahren sein und wir müssen dann ihn hier auch auf den Weg gebracht haben. Und müssen erstmal den Rapskollegen leer gemacht haben. Ne? Da wir in die Richtung auch losfahren müssen, werde ich jetzt ausnahmsweise wieder von vorne ranfahren. Das habe ich sonst immer möglichst vermieden, aber in dem Fall machen wir es jetzt einfach mal so. Ja, die Bremse, ne? Die Bremse, wenn das Ding fast voll ist, es ist extrem. So, gut. Wir machen mal kurz den Kollegen hier unten. Das sollte relativ schnell gehen, warte ich ja, weil die sind ein paar Meter nur entfernt. Ja, es, wie gesagt, es sind echt nur ein oder zwei Folgen, dann hätten wir hier tatsächlich die Geschichte hingekriegt. Ne? Seht ihr selber. Das ist nicht mehr viel. Aber wir kriegen ja jetzt auch nicht mal mehr leer. Der zweite Punkt, den wir nicht leer kriegen. So schnell geht's. So, irgendwie lasse ich jetzt mal alles zurückfahren, was wir hier noch haben. So, wo war denn der andere Kollege, der voll ist? Warst du das? Nee. Du warst das nicht. Du stehst ganz unten. Jetzt ist die Frage, wo ist denn der Kollege, der voll ist? Das ist jetzt nicht die feine englische Art, das weiß ich. Vor allem hier den Streifen durch die Frucht zu fahren, ist überhaupt nicht die englische Art. Aber er hilft jetzt eine Runde aus. Wir werden jetzt hier, das letzte Folge ist, ihn hier mal eine Runde ranfahren lassen. Den Kollegen da werden wir eine Runde im Wegfahren lassen, weil der kann nämlich auch noch nach Hause. Und auch noch eine Runde den Kram leer machen. Und mit Hilfe von dem Kollegen hier kriegen wir dann das jetzt tatsächlich geregelt, dass dass der Kollege weiterfahren kann. Hier. So, einmal ranfahren, dass er hier den Schichtwechsel, danke, Spurwechsel. So, na, komm her. Du wolltest aus dem Rohr hier rauslassen. Wunderprächtig. So. Das hat geklappt. Nächster Schritt ist, in den Kollegen hier einsteigen. Der ist nämlich jetzt voll. Da sagen wir auch, Feld 18 nach Hoflager. So. Das anmachen. Nächst passenden Wegpunkt. Den fahren wir nämlich jetzt auch im Kurz los. Und wenn wir das haben, dann können wir den einen leer machen und ein Stück vorfahren. Und dann bringen wir noch einmal den Raps weg. Den haben wir nämlich da auch noch. So sieht das nämlich aus. Weil der Drescher ist nämlich auch nicht mehr leer geworden. So sieht das aus. So, gut. Dann würden Sie bitte mal hier die Fahrt aufnehmen. Das hätte dann doch was. So, nächstpassenden macht er. Am Schluss anhalten. So. Hier zu dem Kollegen hin. Entlassen. Aus. Nein. Weg, aus, Motor an, rückwärts fahren. So. Machen wir nochmal das große Abladen. Drei LKWs noch innerhalb der nächsten Minütchen, die uns noch bleiben. Und gucken, ob wir das hinkriegen sollten wir eigentlich. So, den hier mache ich jetzt mal ganz einfach startklar. Hier mache ich nämlich jetzt, wo haben wir es denn? Hof nach Feld 18, so. Dann sage ich jetzt aber nicht ersten Wegpunkt, sondern nächst passenden, so. Wie ihr es hier jetzt auch seht. Dann fahre ich hier nochmal durch, so. Hoffe, dass ich jetzt hier aus der Ausfahrt raus bin. Ja, da kommt er angeheizt. Und sage ihn jetzt hier, einstellen, deaktivieren. Wir rennen zurück, schnappen uns den Kollegen hier, der hier gerade frisch bremst. Und das ist der Bremsweg, der ihn immer so komisch fahren lässt hier. So.
Dann machen wir den hier noch im Ratzfatz leer. Lassen den noch ein Stück nach vorne fahren. So. Und dann gehen wir noch mal auf die Karte. Steigen in diesen LKW ein, der voll ist. Und den bringen wir jetzt noch einmal wieder zurück. So, ja, und das wird dann auch schon so ziemlich unsere letzte Amtshandlung sein. Wir bringen das hier nochmal zurück. Wir werden dann mal eine Runde auf der Karte gucken, wie es dann aussieht. Wie viel wir dann tatsächlich von der 18 geschafft haben und werden nochmal auf den Bestand gucken. Unsere LKWs können wir schon mal grob zusammenfassen. Ihr seht das selber, 25 und 2, das sind, 160, das sind locker 300.000, 400.000, die jetzt noch unterwegs sind, sag ich mal so. Dann sind 4 Drescher voll, das sind ja nochmal 54.000, also so kommen wir auf jeden Fall auf die 400.000 ungefähr, die noch unterwegs sind. Wir haben noch einen angebrochenen Drescher, noch einen, ne? Also es sind locker 400.000, die noch unterwegs sind. Das ist doch mal eine schöne Geschichte. Dann haben wir hier noch den freundlichen Kollegen Raps. Den werden wir jetzt hier auch noch eben eine Runde, wie gesagt, hochbringen, einmal leer machen. Und dann gucken wir uns nochmal den Bestand auf Lager an und die Karte an. Das Finale. Ja, Kornbelt. Das ist eindeutig die Serie mit den meisten Folgen, die ich jemals gemacht habe. Also 425 Folgen täglich, 365 Tage hat ein Jahr, da sind wir also dann schon fast 3 Monate drüber. Ne? Also es ist jetzt fast 15 Monate, die wir die Kornwelt hier durchgehend gespielt haben. Es war immer eine Herausforderung, es war sehr viel Gefluche dabei. Auch Gefluche, was ihr nicht so gerne gehört habt, weil ich viel über Curseplay geflucht habe. Meistens selber schuld war, logischerweise. Klar, so ist es halt. Passiert. Das ist meistens eher dann die Frustration und man sucht jemanden, den man es abladen kann und Curseplay wehrt sich ja nicht, ne? Also wenigstens nicht hier im Spiel. Und auch hat es auch so nicht, ne? Also das kann, glaube ich, jeder, der sowas spielt und mit ja, okay, ich habe mich natürlich auch ein bisschen, ich hätte mich mehr damit beschäftigen müssen, muss man so sagen, wie es ist. Man hätte viele Abfahrrouten-Geschichten, wo ich mich überhaupt nicht mit auskenne, ne? Da gibt es andere Let's Player, die kennen sich da erheblich besser mit aus. Ich habe es ja halt einfach nur für die Grundfunktion benutzt. Ne, und habe nie über den Tellerrand geguckt. So ist es halt. Ne? So. Ja. Und wir laden das Ganze hier ab. Dabei sind wir. Jetzt gucken wir eine Runde auf die Karte. Schauen uns nochmal Feld 18 an, natürlich hauptsächlich. Darum geht's. Und da seht ihr, wir haben ein bisschen was geschafft, aber es ist natürlich noch relativ viel über. Hier waren wir relativ gut und zackig dabei. Hier haben wir einen breiten Streifen. Da hat natürlich die Power gefehlt von der Rapsernte, die natürlich noch nicht zu Ende war. Seht ihr da, haben wir noch einen ganz schmalen Streifen überbehalten, weil das Pferd haben wir auch noch gemacht. Ne? Wenn man das hier umsetzen würde und hier reinlegen würde, würde hier auch noch ein Stückchen anders aussehen. Ja, aber so sieht's aus. Ne? Wenn man so aussieht, haben wir eindeutig ein Viertel vielleicht geschafft von der ganzen Geschichte. Ne? So, ja, es ist zwischenzeitlich alles abgeladen. Wir sind hier bei 1,9 Liter. Wie gesagt, 400.000 haben wir locker. 2,3 Millionen haben wir da runtergeholt. Also wenn man sich das Ganze so anguckt, wir haben natürlich auch noch ein bisschen Raps hier gemacht, noch mit 860.000. Wir haben noch sehr gute Bestände an Bord. Wenn man das jetzt anguckt und die Dinge aneinander reiht, dann haben wir nicht mal ein Viertel gemacht. Und wenn man bedenkt, dass wir jetzt mit ihm in den LKWs knapp 2,4 Millionen Liter drin haben, kann man locker sagen, die Ernte wäre eine 10 Millionen Ernte gewesen, das ohne Düngen und ohne alles. Ne? Also das ist schon ordentlich was, was man hier runterholen kann. Ja, mir hat es viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch viel Spaß gemacht. Das war eine schöne Karte, eine schöne Herausforderung. 16er Karte alleine macht man ja auch nicht immer. Und ja, wenn es euch Spaß gemacht hat, dann lasst natürlich einen passenden Daumen da. Ich würde mich auch sehr über ein Teilen freuen. Abo wäre natürlich klasse. Wir werden jetzt fließend übergehen in den Landwirtschaftssimulator 2019. Wenn das jetzt alles klappt und meine Reihenfolgen stimmen und nichts verschoben worden ist in den letzten Tagen, dann sollte die Folge jetzt hier morgens am 20. erschienen sein um 10:30.
Und ich hoffe, dass ihr innerhalb der nächsten 12 Stunden für euch die nächsten Folgen am Start habt. Je nachdem, wann Steam dementsprechend die Version freischaltet von OS 19, muss ich mich natürlich da mal ganz kurz erst den Spaß angucken und dann werden wir zusammen die ersten Let's Plays sehen. Ich weiß noch nicht, ob ich es schaffe, alle 3 Let's Plays an dem ersten Tag da zu starten oder ob ein Teil erst am nächsten Morgen startet. Ich muss mal gucken, wie spät ich das rauskriege. Ich muss natürlich an dem Tag dann 6 Folgen noch produzieren, nämlich die, die abends noch rauskommen und die, die gleich morgens rauskommen sollen. Ne? Deswegen ziemlich viel zu tun in dem Bereich. Deswegen habe ich diese Sachen auch vorproduziert gehabt, ein bisschen. Ja, dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr so lange mit dabei gewesen seid. Wie gesagt, 425 Folgen, mein längstes Let's Play bis jetzt. Und ich hoffe, dass ihr dementsprechend natürlich auch beim 2019er wieder mit am Start seid und wir dann später damit zusammen loslegen können. Dann sage ich vielen, vielen Dank für die Unterstützung und ja, bis zum LS19 sozusagen.